Ja, moin. Ja, was quatscht der Typ hier in der Ecke und wo bleibt das Gameplay? Ja, also, das ist hier Rome Total War 2 mit der Sparta-Challenge. Das ist ja alles vom Stream quasi auf YouTube hochgeladen worden und mein Fail war, mein Epic Fail war, ich hatte im Kopf abgespeichert, dass ich alle Folgen schon hochgeladen habe und für neue Folgen hatte ich dann keine Zeit, auch wegen Gesundheit und Arbeit. Habt ihr sicher die letzten Wochen und Monate jetzt dieses Jahr schon mitbekommen? Auf jeden Fall wollte ich da jetzt anfangen, neue Folgen zu drehen. Und dann habe ich gesehen, dass ich noch einige Folgen habe, die ich noch nicht hochgeladen habe. Dementsprechend, es tut mir leid. Sehr leid. Auf jeden Fall kommen jetzt hier noch die nächsten Wochen und Monate. Also ich habe noch sehr viele Let's Plays, die noch nicht hochgeladen wurden. Auf jeden Fall kommen die jetzt einer nach den anderen, immer zwei pro Woche. Und genau, dann wird auf jeden Fall mehr Content jetzt in der nächsten Zeit kommen. Genau, dann viel Spaß beim Video. Nein, was soll ich denn jetzt nur tun? Das ist ja wahr, verdammt. Da brauchen wir gar nicht auf die Mauern zu gehen. Der kommt gar nicht hoch. Der Arme. Hey, Rübe! Na, altes Haus. Jo, also, das war auf jeden Fall ein Griff ins Klo für ihn. Da machen wir auch die öffentliche Ordnung besser. Und ja, den werden wir auf jeden Fall jetzt angreifen, weil der ist im Gewaltmarsch und das heißt, wir können einen Hinterhalt machen. Was ist los mit dem? Der hatte hier zwei, also anderthalb Fullstack-Armeen drinnen. Das wäre so eine heftige Schlacht geworden. Ich dachte, dass wir es schaffen könnten, aber ich war mir nicht sicher. Das will schon was heißen. Oh. Mann. Das wäre echt eine interessante Schlacht geworden. Aber okay, jetzt bekommen wir einen Hinterhalt zu sehen. Das ist auch ganz schön. So, was gibt's denn hier? Der goldene Gallier. Wir haben einen goldenen Sklaven gehört, der gallisch ist, dessen Fertigkeit als Goldschmied legendäre Züge annimmt. Das ist super geil, weil die Gallier waren extrem gute Schmiede. Die ganzen Römer haben die Gallier oder die gallischen Schmiedemeister und also Rüstungsschmiede und so weiter übernommen und dadurch kam der geile Stahl von denen. Also, ihn befreien, ihn kaufen, nichts unternehmen. Also, ich würde sagen, ihn befreien würde ich immer ehrlich gesagt machen, aber wir sind Spartaner. Das heißt, wir kaufen ihn. Ah, verdammt. Na gut. Nicht fein, Tobi. Na gut. So, machen wir jetzt mal eine fette Schlacht. Hinterhalt. Aber das spielen wir trotzdem. Wir haben, also er hat keine Chance, aber der hat 2400. Wir haben mehr als 3000. Aber es ist mal was zum Anschauen. Das ist, glaube ich, spannender. Es gibt ja auch die Challenge, Rake. Es gibt die Challenge, alle Spiele oder alle Gefechte automatisch machen zu müssen. Und das ist richtig schwer. Weil, also man kann ja super gut
Warte, ich mache so eine Zange. Man kann ja super gut mit einer schlechteren oder also mit einer kleineren Armee, mit einer besseren Taktik gewinnen. Und das ist dann auch ziemlich schwer, wenn das nicht geht. Genau. So, ich mache einfach hier komplett. So. Und die so ein bisschen in den Halbkreis. Der hat ein paar Kavalleristen, ja. Der ist hier, weil, also da, wo der General hingeht, oder wo der General ist, da geht meistens der Feind auch hin. Wisst ihr, was mit mir gerade auffällt? Der hat keine Fernkämpfer. Das wird ja sowas von einfach. Die mache ich quasi, weil ich zu inkompetent zum Kämpfen bin. Alles klar. Das ist ja lustig. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Das ist ja ultra witzig. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Okay, der geht doch hier hin. Das ist interessant. Das ist interessant. Unser General wird angegriffen. So, hier mal volle Kanne drauf. Hier geht mal so hin. Warte, du gehst hier drauf. So, jetzt mache ich mal den Deckel zu. Das Gute bei den Spartanern ist, man muss nicht so aufpassen, dass der General nicht stirbt. Bei den anderen muss man immer so Acht geben, dass die nicht draufgehen. So, warte, jetzt mache ich mal kurz einen Signalschuss hier rein. Oh. Oh, der hat ja was Cleveres gemacht. So. Der hat ja was Cleveres gemacht. So. Aber die benehmen sich ein bisschen komisch gerade. Er ist rausgekommen, ist egal. Das ist halt eben das Krasse bei. Okay, er ist weg. Bei solchen Sachen, wenn der Gegner Kavallerie hat und auf die Einheiten geht, also auf die Fernkämpfer geht, dann bietet sich's immer an, so ein oder zwei Einheiten zu opfern, also zu opfern, die tanken. Mit Alt kann man hier, wenn man Alt drückt, kann man in den Nahkampf gehen. Und dann eben die anderen gehen dann zurück und können dann drauf schießen. Genau. So. Das ist natürlich, wenn man einen Hinterhalt macht, ist so ein Einkesseln extrem einfach. Warte, ihr macht jetzt mal schwerer Schuss und schnell schießen. Ja, danke, Sarah. Oh Mann, ich muss mir das echt angewöhnen. Danke. Jetzt wanken alle, das ist schön. Warte,
Warte, den General will ich noch bekommen. Aber nicht mehr schießen, bitte. Wobei, stimmt, ich habe ja keinen. Ich habe ja keine Pferde mehr. Der feindliche General. So, aber ich habe gute Bogenschützen. So. Ja, alles gut. Genau. Ja, hat doch alles sehr gut geklappt. Seine größte Einheit war die Kavallerie, die 32 gekillt hat. Die anderen waren, glaube ich, alle einstellig. Ah, nee, die hat 18. Und die 11. Also wenn der General 11 nur tötet, okay. Gut, aber wir haben ja auch keine wirkliche Wahl gelassen. Soll ich die versklaven? Warte mal. Das haben wir noch nicht gemacht, ne? Genau. Dann können wir uns das leisten. So, wenn man zu viel Gefangene versklavt, dann ist das Problem, dass dass es zu Aufständen kommt oder kommen kann. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann immer sehr viel größer. Gut, was sollen wir denn machen? Ich würde wieder einen Kommandant gerne machen. Wir können natürlich einen Philosoph machen. Die Stärke von Philosoph ist natürlich auch, dass er also bei Verteidigung natürlich Boni gibt und bei Offensivkämpfen. Das heißt, wenn man so wie Rake jetzt oder wie in der Challenge alles nur automatisch macht, dann ist das da ein extrem guter guter Typ, weil Offensivkämpfen, man kann automatisch offensiv kämpfen. Und da, ist es ganz gut. Okay. Genau, hier auch Lehrer kann man auch machen. Erfahrungsrate für Rekruten. Das ist halt der Vorteil gegenüber den Kommandanten, dass das wirklich alle Rekruten sind. Also das heißt, egal ob Kavallerie oder Infanterie ist. Hier ist der Vorteil, dass man die früher und auch mit mehr Boni ausstatten kann. Deswegen nehme ich eigentlich immer gerne den. Weil die Boni hier sind natürlich extrem krass, wenn man hier schaut. 12% Nahkampfangriff und Geschossreichweite und so weiter. Also, und hier hat der General dann auch bessere, also ich nehme Kommandant, hier hat der General auch mehr Einfluss, weil er die Banner heben kann, die Moral heben kann und so weiter. Genau, und so weiter und so weiter. So. Ein Anheuerungskosten für Söldner mache ich nicht, weil ja, die Söldner sind ja schon da. Kulturelle Konvertierung brauchen wir gerade, ja, ist gar nicht schlecht. So, jetzt ist da noch einer und dann ist die Fraktion auch tot. Das ist ganz nice. So. Gestohlene Nahrung. Das machen wir mal. Okay, ich sehe gerade, dass der Stream komplett neu laden musste. Cool. Ich hoffe bei euch nicht. Aber könnte natürlich sein. Ne? Hier machen wir das da. Die Gefährten des Herakles. Das ist ja alles gut. Gut. Super. Ja, ich habe ja nebenher auf mein Handy den Chat laufen. Und da das wurde halt komplett neu geladen. Deswegen hatte ich kurz Bedenken. So. Hinterhaltsgefechte sind natürlich auch cool. Wir könnten mal treue Verteidiger machen. Das ist auch ziemlich lustig, weil man dann eben so Verteidigungssachen machen kann. Ich mach mal das. Es ist ziemlich lustig. Vor allen Dingen, also das Negative bei den
treuen Verteidiger ist, also wenn man das in der Schlacht hat, also zum Beispiel die Krähenfüße und so weiter. Damit kann man halt seine Flanken sehr gut schützen. Und wenn man aber Kavallerie hat und dann so den Feind umkreisen will, dann sind die sehr nervig, weil man sehr oft da reingeht, auch selbst. Also, oder man muss ewige Umwege gehen, damit man da nicht reingeht. Aber da wir jetzt keine Kavallerie haben, ist das, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, das mal genau unter die Lupe zu nehmen. So, die werden wir jetzt aber umbenennen, weil die Gefährten des Herakles, das ist so ultra blöd. Wie heißt denn unsere zweite? Die 501. Natürlich hat sie so. Wie wäre es mit die 300? Oder wie wäre es mit Spartas Zorn, Spartas... Ja, wir haben ja im Let's Play schon ziemlich viele Namen gehabt. Die 10.000 mache ich nicht. Weil das ist ein persischer, das sind die Perser. Die Unsterblichen sind auch die Perser. Myrmidonene, das hatte Alexander. Da waren irgendwo zwei Kasernen. Oh, das kann sein, dass ich immer noch die zwei Kasernen habe. Ich nenne sie jetzt mal... die 3000 kommen. Okay. Die 3000. Oder wir nennen sie die 300 von 7000. Weil die 300 waren ja nicht die einzigen. So, genau. Genau, hier habe ich beide Kasernen reingebaut, damit die Garnison hier erhöht wird. Nee, Apollonia, das... Pella. Wieso hat Pella was? Ich dachte, in Larissa habe ich eine gebaut. Wieso habe ich in Pella eine gebaut? Das macht gar keinen Sinn. Hier macht es Sinn, weil hier ist Rom. Hier macht es wirklich überhaupt keinen Sinn. Was hat mich denn da geritten? Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück. Mit denen werden wir mal die ein bisschen pieksen. Mit der Speerspitze. Fraktion vernichtet. Oh nein, das ist ja katastrophal. Aber ich verstehe immer noch nicht, was die vorhatten. Also wollten die irgendwie... Keine Ahnung. Wie wäre es, wenn wir Nachtgefecht machen? Wir können natürlich auch hier Verstärkungsrate und Unterhaltskosten für alle... Ja, das macht eigentlich eher mehr Sinn, aber Nachtgefechte sind lustig. Verstärkungsrate ist auch wichtig. Hier bei Stratege sind eigentlich fast alle, also bis auf der Architekt ist jetzt nicht so, oder Belagerungskunst ist jetzt nicht so wild. Aber sonst die drei sind eigentlich richtig, richtig gut. Ich mach mal Unterhaltskosten. Nein, ich mache geheime Aktion. Ich mache das, weil dann können wir eben per Nacht angreifen und ich mache jetzt nicht das mit weniger Unterhaltskosten, weil wir gerade 2200 pro Runde verdienen und das ist für den Anfang ganz gut. Also für den Anfang, also für da, wo wir gerade sind. So. Natürlicher Tod, Politiker. Ja, okay, Politiker ist nicht so schlimm. Das Können des Sklaven war einzigartig. Käufer aus aller Welt kamen zu seiner Schmiede und die Einnahmen aus seiner Kunst füllen unsere Schatzkammern. Ja, plus 5000. Ja, und jetzt haben wir 12.000 auf die Kralle bekommen. Das ist natürlich super. Industrie würde ich jetzt hier nicht reinbauen, weil das haben wir ja. Wir bauen noch einen Tempel. Wir könnten auch
Wir können jetzt sogar eine neue Armee ausbauen. Ich würde hier gerne den Marmor bekommen. Ja, ich gehe mal kurz hier hoch und schau mal. Okay, hier ist wirklich niemand mehr. Wie sieht es denn auf der Welt aus? Okay. Rom hat die Etrusker weggebämst. Eigentlich die Etrusker werden eigentlich immer sehr früh weggebesiegt. Mhm. Das ist sinnvolles Deutsch. So, auf jeden Fall, ich habe das eigentlich noch nie gesehen, dass die Etrusker länger als Rom überlebt haben. Also die Etrusker, das Größte, was ich gesehen habe, war, dass die Etrusker Italien, Kisapina und Raetia et Noricum, also die Alpen hatte. Also die drei Provinzen. Das war das Größte. Und dann kam eben der Norden. Und Karthago kam dann. Und dann waren sie auch sehr schnell weg. Ich glaube, die etruskische Liga hat auch nicht so gute Einheiten. So dass sie eigentlich immer verliert. Eigentlich war schade. Naja. Gut, der bleibt diese Runde hier drin. Hier werde ich mal ein bisschen was klauen. Wie viel hat der dann noch? Minus 3, das ist gut. Aber der hungert noch nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. So. Gut. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Könnt ihr uns bei diesem kleinen Problem behilflich sein? Warte. Ich hab Marmor. Woher habe ich Marmor? Und nein. Also wenn, dann müsstet ihr mir was zahlen. So, hippokratischer Eid. Das ist wunderbar, dass das... woher bekomme ich Marmor? Ah, von Sparta. Okay. Sparta hat Marmor. Wunderbar. Okay. Ja, die haben mich nicht wirklich beleidigt. Warte mal. Hat er noch nicht? So, jetzt. Die Preuki. Die sind neutral. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen alles, was ihr wünscht. Doch bringt uns Worte, die unsere Herzen erwärmen. Okay, das ist in Ordnung. Das ist nett und freundlich und das passt. So, jetzt werde ich mal kurz hören. Ich mache das oft so. Die mich beleidigen, die greife ich dann an. Versuch die Wahrheit, nichts mit Honig. Sprecht offen und ich werde ehrlich mit euch sein. Schmeichelt mir und ihr werdet versagen. Ganz unfreundlich war das auch nicht. Aber komisch, dass sie hier so russischen Akzent reingemacht haben. Gut, du gehst dann bitte hier zurück, weil den werde ich als nächstes angreifen. So, Delinium, was machen wir mit dir? Hellenischer Einfluss, dann das da und damit die öffentliche Ordnung nicht wieder gleich in den Keller geht. So, ja stimmt, wir können uns ja jetzt sehr viel leisten. Ist ja wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, nächste Runde bekommen wir schon 3300. Okay, wir plündern gerade. Deswegen wahrscheinlich. Hab noch einen coolen Namen für die Armeen. Die Fanboys von Athen. Und die Rom oder
oder anderen großen Fraktionen endgültig vernichtet haben. Die Schande Roms oder eine andere halt. Ja. Fanboys von Athen. Ich bin mal sehr gespannt, Rack. Hast du schon so Let's Plays von oder hast du selbst gespielt Assassin's Creed Odyssey? Weil das will ich ja dann bei so einem langen Stream mal spielen. Da muss man sich ja auch entscheiden zwischen Athen und Sparta. Und ich denke mal, du würdest Sparta nehmen, oder? Also so ein so ein bisschen. Why not? Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wen ich nehmen soll. Weil an sich, man spielt ja selbst Spartaner. Beziehungsweise ist in Sparta geboren. Soweit ich mich erinnern kann. Und man wird angeheuert, den König von Sparta zu töten. Und damit kommt man, glaube ich, aus dem aus der Haupt- oder aus der Anfangsinsel raus, irgendwie so. Man kann sich ja dagegen entscheiden auch. Und ich weiß nicht. Also an sich finde ich Sparta auch cool von der Fraktion her. Aber von der Politik mag ich Sparta überhaupt nicht. Auch wenn sie hatten zwei König, aber sie hatten zwei Könige. Also das war schon so ein bisschen in Richtung Demokratie auf jeden Fall. Aber sie haben halt ihre ihr komplettes Sein auf Sklaven gebaut. Und das ist so. Das Bedürfnis nach Kavallerie habe ich auf jeden Fall. Tja. So. Das habe ich auf jeden Fall. Genau, da muss ich kurz mal schauen. So. Gut. Dann, wo ist meine Spielung?